Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 5 zum Drittel Kapitel Layer of the Leviathan. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil der Cliffhanger am Ende des letzten Kapitels, der war schon sehr vielversprechend. Das war schon so ein kleiner, ja, so ein kleiner Schockmoment, fand ich. Also das fand ich schon ziemlich cool, wie dann noch einmal diese riesige Seekuh, ich sag mal eine mutierte Seekuh, weil so hundertprozentig war es keine, dann das ganze Schiff verschlungen hat. Und wahrscheinlich geht's jetzt ja im Innern der Seekuh weiter mit Guybrush, Van Winslow und Morgan Le Fay. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch so ganz, ganz dunkle Erinnerungen an ein paar Gebiete im Innern der Seekuh. Und ja, wollen wir mal sehen, wie das Abenteuer um Guybrush Threepwood jetzt weitergeht. Ich würde einfach mal sagen, wir starten ein neues Spiel und schauen mal, wie wir voranschreiten. Ich bin bereit. Ja, klar. Es heißt, wir sind am verwundbarsten, wenn wir vertrauen. Aber andererseits können wir unsere Herzenswünsche nicht erfüllen, wenn wir nicht vertrauen. Guybrush Threepwood, vertrauend auf seinen Voodoo-Zauber, setzt in der Karibik die Pocken frei. Er flieht von Flotsam Island, um seiner Frau Elaine zu folgen und um ein Heilmittel gegen die Pocken zu finden, von denen sie beide befallen sind. Auf den Jerkbait-Inseln findet Guybrush Elaine zusammen mit seinem Erzfeind LeChuck. Mit tiefem Widerwillen vertraut Guybrush dem ehemaligen Geisterpiraten seine Frau an und sucht allein nach dem Heiligen. Gejagt von der todbringenden Morgan Le Fay, muss Threepwood seine Fehler berichtigen, indem er Lysponja Grande findet. Die Pocken verwandeln die Meere in ein heimtückisches Biest. Und das Biest hat Hunger. Das glaube ich jetzt nicht. Das solltest du aber, Schwesterchen. Warte, was glauben? Was? Seekuh! Gleich hab ich dich. Tut mir leid, ich stecke gerade im Inneren einer Seekuh fest. Hinter dir! Oh, den kenne ich bereits. Gute Leistung, Sir. Da haben Sie die hübsche Kopfgeldjägerin aber schön in die Falle tappen lassen. Man muss ihre Beharrlichkeit schlicht bewundern. Sie ist bewusstlos. Gut, wir müssen uns jetzt wieder auf die Suche nach La Esponja Grande machen. Ich werde einen Weg nach draußen finden. Vorzugsweise durch den Vordereingang und nicht durch den Hintereingang. Ich behalte Miss Le Fay im Auge. Wenn sie sich rührt, verpasse ich ihr die alten Skorbut-Knöpfe. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ja, und jetzt stehen wir hier und singen, wollte ich gerade sagen. Also Morgan Le Fay ist gleich durch einen glücklichen Zufall, sag ich mal, K.O. gegangen. Das heißt, wir haben schon mal kein Problem mehr. Jetzt war es kein direktes. Natürlich sind wir jetzt im Inneren einer Seekuh und wollen hier irgendwie raus. Aber Guybrush ist immer noch gewillt, La Esponja Grande zu finden. Ich finde das immer noch zu geil. Sie ist ohne Bewusstsein, Sir. Ja, und kann ich mit dir selbst reden? Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Ich behalte Miss Le Fay im Auge. Ja gut, okay. Bullauge. Können wir noch mal ins Schiff gucken? Die Quartiere der Narwhal. Wie sind die doch prächtig. Ja, sehr schön. Okay, aufs Schiff selbst können wir anscheinend gerade nicht rauf. Kommen wir noch an die Kanone? Die Kanone der Narwhal. Sie besitzt nur wenig Feuerkraft, sieht aber bedrohlich aus. Ja, immerhin. So, was war das da? Was? Landungssteg? Ein Lager? Sowas nenne ich primitives Leben. Schaut dir das lieber mal an.
Hallo? Entschuldigung? Wer ist da? Ein Abenteurer aus der Außenwelt! Und wer sind Sie? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Mächtiger Entdecker. Dekava, ich hab nach dir gesucht. Was machst du hier? Ich bin auf dem Weg zu einem sehr bedeutenden Artefakt, das ich für eine sehr bedeutende Dame erlangen muss. Ich sag's dir ja nur ungern, aber du steckst in einem übergroßen Meeressäuger fest. Du wirst so schnell nirgendwo hingehen. Himmel, nein! Ich steck doch nicht fest. Ganz im Gegenteil, das ist alles Teil des Plans der Meeresgötter. Das Maul der Deku führt mich zum Artefakt. Die Seepferdchen brachten das Maul zu mir. Genauso, wie ich mich selbst aus dem Gefängnis von Fat Island befreit habe, indem ich die Wache um seine Schnürsenkel bestach, ihn an einem Flaschenzug aufhing, den ich aus altem Gebäck hergestellt habe und dann über den Zeitraum eines Jahres meine Zehennägel wachsen ließ, um aus ihnen vorsichtig ein Schlossknackerset zu schnitzen. Genauso werde ich, Coronado de Cava, aus diesem Biest herauslaufen, wenn die Zeit gekommen ist. Und das wird wann der Fall sein? Ich habe einen sehr eng gesteckten Zeitplan. Sobald wir den heiligen Paarungsplatz der Seekühe erreicht haben. Oh Mann. Das ist sehr, sehr geil, dass wir im Innern der Seekuh jetzt Dekava gefunden haben. Und anscheinend ist er auch auf der Suche nach La Esponja Grande oder immer noch. Und er vermutet tatsächlich, dass der hier drin ist, weil er meint, das war gewollt, dass die Seekuh einen verschlungen hat. Kann ja natürlich sein, weil wenn das bei ihm auch so war, ja, wer weiß. Vielleicht ist ja La Esponja Grande wirklich hier im Innern der Seekuh. Ja. Wie lange bist du schon hier drin? Seit Jahren! Diese Reise ist etwas länger geworden als geplant. Forschung stößt immer auf unvorhersehbare Hürden, die förmlich darauf brennen, überwunden zu werden. Okay. Hast du etwa einen Satz Dietriche aus Zehennägeln gemacht? Das ist korrekt. Und du hast nicht den Verführe den Wachhund mit dem Hundeknochentrick versucht? Ach, das ist doch nur was für Anfänger. Ja, das haben wir damals auf Fat Island gemacht, aber die Sache mit den Zehennägeln ist schon ziemlich abartig. Wie auch immer, ich sollte jetzt jedenfalls die Medaillon geben. Ach ja, richtig. Wie auch immer, ich soll dir jedenfalls dieses Medaillon geben. Dieses Medaillon habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Es ist noch so, wie ich es in Erinnerung habe. Wo haben Sie? Was ist denn das? Threepwood, ich bin's. Huh? Gut gemacht. Du hast Coronado de Cava gefunden? Und bist La Esponja Grande einen Schritt näher gekommen. Dekava und seine Besatzung werden sich bei deiner Aufgabe noch als unentbehrlich erweisen. Und während sich die Pocken ständig weiter ausbreiten, musst du langsam gehen, Guybrush. Jahre der Suche nach dem Schwamm haben Dekava labil gemacht. Er war schon immer eine sanfte Seele. Bitte, ich flehe dich an, mich nicht zu erwähnen. Erwähne nicht La Esponja. Und was du auch tust. Sag ihm nicht, wo du sein Medaillon erstanden hast. Wo haben Sie das her? Wer schickt Sie? Was machen Sie hier? Oh Gott, nein, das sage ich auf jeden Fall nicht. Nee, die beiden Dinge sollen wir ja gerade nicht sagen, also muss ich ja sagen. Die Voodoo-Lady gab mir das Medaillon und sagte, ich soll dich finden, um La Esponja Grande für sie finden zu können, damit wir die Heilung... Toll, Guybrush. Was hat sie? Idio, diese untreue, wahrsagende Hure! Hä? La Esponja ist mein Steckenpferd! Ich will ihn ihr übergeben als gewaltiges, alles verzehrendes Symbol meiner glühend heißen Leidenschaft! Ich bin nur kurz weg, da verbringt sie schon ihre Zeit mit einem frühpubertären Piratenjungen! Nein, das siehst du völlig falsch! Nein, auf keinen Fall, wir sind nicht einmal richtig befreundet! Sicher. Ein Freund, dem sie ein sentimentales Medaillon von unschätzbarem Wert überlässt. Ich wette, sie betraut sie auch nie mit irgendwelchen Aufgaben. Nein. Okay, hin und wieder sagt sie mir, was ich tun oder wohin ich gehen soll, allerdings meist mit nur wenig oder überhaupt keiner Hintergrundinformation, aber... Das hört sich aber stark nach einer Aufgabe an. Früher gab sie einmal mir die Aufgabe. Ich hielt mich schon immer für etwas Besonderes. Hat sie dir schon jemals eine Voodoo-Puppe gebastelt? Nein. Ich glaube Ihnen kein Wort. Haben Sie sie jemals in den Arm genommen? Was? Nein! Ich bin verheiratet. Sie! Ich sehe keinen Ring, Senor Leibrasch. Ich verlor ihn mit meiner anderen Hand. Ich bring sie um. Ich will weder das Herz der Voodoo-Lady noch La Esponja Grande für mich beanspruchen. Was wollen Sie hier eigentlich?
Urlaub? Ach, wirklich? Ja. Genau genommen ist es meine Hochzeitsreise. Ja, mit Ihrer unsichtbaren Frau? Meiner sehr wohl existenten Frau. Warte, ich werde losgehen und Sie holen. Ich werde Ihre vermeintliche Ankunft mit quälendem Zweifel erwarten. Das hat ja super geklappt. Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mit ihm sprechen sollten, wenn wir es gerade vorgegaukelt haben, dass wir unsere Frau holen. Wir könnten mal in unser Menü gucken, weil ich glaube, da haben wir bestimmt jetzt wieder nicht mehr viel übrig. Wir haben noch den Haken, logisch, der ist an unserer Hand. Die Lupe haben wir immer noch und den Ring von Elaine. Toll, der ganze Rest ist weg. Damit aber auch unser schöner Pyrit-Papagei. Ich bin Skybreath Threepwood, mächtiger Pirat. Aber was ja noch viel schlimmer ist, unser Fischwitzbuch ist weg. Oh, keine Fischwitze mehr. Das ist schade. Akten dürfen wir da einfach so rein. Hey, Dekava? Nein! Gehen Sie mir aus dem Gesicht, sonst bringe ich Sie noch um. Mann, benutzt nicht das Schiff eines anderen Mannes, nur weil er es am Hafen zurückließ. Ist ja gut. Okay, mit dem können wir, glaube ich, erst einmal nicht quatschen. Dann gehen wir erstmal weiter. Hey, Dekava? Nein! Gehen Sie mir aus dem Gesicht! Ich will doch hier lang. Hey, Dekava? Gehen Sie mir aus dem Gesicht, sonst bringe ich Sie noch um. Mann, benutzt nicht das Schiff eines anderen Mannes, nur weil... Ja, geh weg. Also hier darf ich anscheinend nicht weiter. Wo komme ich... Okay. Gibt es denn sonst gar keinen anderen Weg mehr? Hier lang? Ja, vielleicht kann er sich als unsere Frau ausgeben. Winslow, ich muss morgen aufwecken und sie Dekava als meine angebliche Ehefrau vorstellen. Ah. Ja, das erinnert mich an die Zeit, als ich... Nicht jetzt, Winslow. Dekava ist echt verrückt. Wie Sie meinen. Ich habe eine erstklassige Schulung in erster Hilfe auf See erfahren. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Zuallererst fühlen Sie Ihren Puls und prüfen Sie, ob sie noch lebt. Was? Sie könnte tot sein? Das weiß man ja nie so sicher. Ihr Handgelenk, Kapitän. Das muss ich jetzt machen, ja? Okay. Sehr gut. Ihr Puls ist kräftig. Was ist das? Ein Tattoo. Der Name Gus. Dies ist für Jugbender. Ausgezeichnet. Sie ist gesund und munter. Was mich zum nächsten Schritt bringt. Nehmen Sie dem Opfer alle Waffen ab. Wir wollen doch nicht, dass sie wild um sich schlägt und uns versehentlich ein Körperglied stutzt. Sie denken gut mit. Also Schwert mitnehmen. Gut, ich habe ihr Schwert. Da wurde etwas eingraviert. Dante Dragotta. Oh, das hört sich nach hartem Kerl an. Gomez, nicht auf den Teppich. Heben Sie Ihre Beine an, um die Durchblutung zu fördern. Verstanden. Ja, sie ist ja nur... Na ja, gut, okay, machen wir mal. Hebe ihre Beine an. Was ist denn das? Ein Haushaltsbuch für Söldner? Faszinierend. Wer hätte gedacht, dass Kopfgeldjäger akribisch Buch führen? Ja, ich wollte gerade einen Blick drauf werfen. Zu erledigen. Gustavo, kostenlos, persönlich. Ach, das ist wahrscheinlich der Gast, den sie auf dem Arm hat. Mit dem hat sie wahrscheinlich Schluss gemacht und jetzt will sie ihn abmuxen. Okay, Prinz Hippolito de Toro. Da kriegt sie 10.000 für. Neues Schiff kostet 10.000. Mittagessen minus 5. Gideon Gimplek plus 300. Okay. Beerdigungszahlung an Nuni minus 6.000. Das ist wahrscheinlich die Beerdigung dann für Gustavo. Oder ich weiß es nicht. Und Guybrush Threepwood. Aber da ist halt noch gar kein Geld für ausgewiesen. Aber sie sollte doch von dem Marquis de Sange das Dreifache von dem bekommen, was sie schon für unsere Hand bekommen hat. Naja. Sie ist ohne Bewusstsein, Sir. Ein äußerst kurioser Fall. Wenn wir nur Riechsalz hätten, das wäre die Lösung. Riechsalz, aber haben wir irgendetwas? Wir haben eigentlich nichts, was irgendwie riechen könnte. Morgens Schwert, die Klinge des Dragotta. Er hat mehr Menschen getötet als schlechtes Sushi. Können wir den Ring vielleicht aufklappen? Vielleicht ist der Riechsalz drin? Wie gut, dass mir Elaine ihren Ehering gegeben hat. Sie ist so verpockt, dass sie ihn sofort gegen einen Krug Grog eingetauscht hätte. Den können wir aber nicht öffnen. Tja, in der Lupe ist mit Sicherheit auch nichts drin. Wo kriegen wir das Riechsalz her? Ich glaube, Riechsalz würde Miss Le Flay wiederbeleben.
Schade, dass unser Erste-Hilfe-Kasten während der Nahrungsaufnahme über Bord geschwemmt wurde. Ich dachte schon, wir hätten aus Versehen unseren Erste-Hilfe-Kasten aufgegessen. Das habe ich irgendwie mal bei Akte X gesagt oder so. So, warte mal. Ach, das ist immer noch der Hauptmast. Können wir noch aufs Schiff zurück? Ach. Wir können auch aufs Schiff. Was macht er? Eustachische Röhre. Ja, das war... eine Hörschnecke. Stinkender Ohrenschmalz. Seku-Ohrenschmalz. Vergammelt und penetrant. Perfekt. Ja, super Riechsalz. Echt. Aber was ist das für eine Hörschnecke? Obwohl es aussieht, als wäre alles voller Süßigkeiten, glaube ich, dass die Hörschnecke der Schlüssel für den Richtungssinn dieser Seku ist. Können wir ihr Befehle erteilen? Wunde? Ich habe genügend Fleischwunden gesehen und diese hier ist Weltklasse. Eine Hörschnecke oder ein Innenohr. Ich war zwar nur auf einer staatlichen Schule, aber ich glaube, die gibt's nur paarweise. Aha. Vielleicht können wir der Seku später noch irgendwie hier mitteilen, wo wir hinwollen. Also ich glaube, hier mehr ist hier nicht. Also wir haben jetzt ja das Riechsalz. Und, also, den Ohrenschmalz. Und den können wir jetzt ja mal morgen Le Flay... Quartiertür? Von die Nase halten. Die Quartiere der Narwhal. Wie sind die doch prächtig. Ja. Ich weiß, es ist eine bekloppte Sache. Ich die Kanone der Narwhal. Sie besitzt nur wenig Feuerkraft, so. Sieht aber bedrohlich aus. Und ich dachte, wir könnten mal eben Schuss abgeben. So, wie kommen wir jetzt hier weg? Ladungssteg. Achso. Ja, bitte. Würdest du bitte da lang gehen? Aha. Okay. Ja, dann... das ist ja echt geil. Dann wecken wir sie jetzt mit Ohrenschmalz auf. Das hätte ich fast vergessen. Mein Pyrit-Papagei. Ja. Ich verlasse das Haus nie ohne ihn. Er muss wohl aus meiner Tasche gefallen sein, während wir gefressen wurden. Er wurde weggespült und ist für immer weg. Warum haben sie jetzt diese Szene eingebaut? Und war das jetzt so wichtig, dass er weg ist? Okay, dann halten wir jetzt mal Ohrenschmalz vor die Nase. Lecker. Bäh. Guybrush? Hoppala, mon adversaire. Das dürfte dir eine Lehre sein, nie wieder einem legendären Piraten mit vorgehaltener Klinge zu begegnen. Du hast das Privileg verloren, eine Waffe zu tragen. Oh, wo sind wir? Wir wurden soeben von einer gigantischen Seekuh verschluckt und du wirst gleich so tun, als wärst du meine Frau, damit wir einen rätselsüchtigen Schläger besänftigen können. Oh nein, das werde ich nicht tun. So sehr mir auch der Gedanke gefällt, mit dem Guybrush Threepwood Trautes heimzuspielen. Ich bin leider viel zu spät dran, dich nach Flotsam Island zu bringen. Hören Sie mal, die erbärmliche Ausrede eines anständigen Freibeuters. Noch ein Laut und der Captain schickt ihren Kadaver auf Erkundungsreise durch einen dünnen Damm. Ich würde das die guter Pirat, böser Piratmasche nennen. Ach, du meine Güte. Ich muss mich hier vielmals entschuldigen. Ich glaube, ich sollte mich eine Weile ausruhen. Auf dem Weg nach unten muss ich wohl etwas Vulgäres verschluckt haben. Sehen Sie? So sind die Pocken. Sie verwandeln Menschen in... was auch immer das war und sind kurz davor, die gesamte Karibik zu befallen. Sogar... Elaine. Okay, gut. Aber dann musst du auch was für mich tun. Was ist das? Gibst du mir dein Autogramm? Eben noch wolltest du mir die Kehle durchschneiden und jetzt möchtest du mich in deinen Schrank hängen? Ich habe nur meinen Job gemacht. Gib schon her. Womit schreibst dann du gerade? Dann wollen wir uns mal um den verrückten Coronado de Cava kümmern. Du bist meine Traumfrau, dann verhalte dich auch so. Bin mal gespannt, wie das wird. Ja, wen haben wir denn da? Der mädchenhafte, mächtige Pirat hat doch tatsächlich eine Lady. Coronado, darf ich dir meine Frau vorstellen? Morgen. Genau. Also, wie du ja jetzt sehen kannst, besteht nicht die geringste Gefahr, dass ich mit der Voodoo-Lady auf romantische Weise verbandelt bin. Ich bin ein Eine-Frau-Mann.
Aber sicher doch, junger Liebhaber. Wenn Sie beide tatsächlich frisch vermählt sind, dann macht es Ihnen sicher nichts aus, mir ein paar Fragen zu beantworten. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Deinen Enthusiasmus finde ich begrüßenswert, aber wir wollen mal schön locker bleiben, Kleine. Beide gemeinsam. Wo haben Sie sich getroffen? Höhlentour Pilates? Scheiße. Was sagt sie denn jetzt? Höhlentour? Wir sagen jetzt Höhlentour. Wir lernen uns bei der Arbeit kennen. Was haben Sie bei Ihrem ersten Date unternommen? Ist das, ja, kann man das überhaupt gewinnen, ist die Frage. Unterschiedliche Kritik von Pakwa. Wir waren segeln, der Zirkus. Ich sag es, wir waren segeln. Der Zirkus, ich sag der Zirkus. Der Zirkus. Wir waren segeln. Also gut, das reicht. Und, glaubst du uns jetzt? Beinahe. Beinahe? Was muss ich denn tun, um dir zu beweisen, dass ich bei deiner Voodoo-Lady kein Rivale bin? Machen Sie einfach einen Schritt nach vorne. Okay. Beide. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Sache. Scheiße. Ich habe Ihnen eine Reihe persönlicher Fragen gestellt, deren Antworten auf diese Karten festgehalten wurden. Mr. Threepwood, es wird Sie mit Freude erfüllen, dass Ihre Frau mit Glanz und Gloria bestanden hat. Sie scheint jedes kleinste Detail aus Ihrem Leben zu kennen. Was sagt man dazu? Jetzt, es liegt an... Ach du Scheiße. Mal sehen, was Sie über Miss Threepwood so alles wissen. Beantworten Sie 3 Fragen hintereinander richtig, dann nehme ich Ihnen Ihre Flitterwochen ab. Und wenn nicht, dann heißt es ab in den Darm der Kreatur für beide. Frage Nummer 1. Wie hieß Ihr Lieblingstier? Gomez. Erinnert dich an morgens... Morgens Liste. Das erste Nuscheln, genau. Dies ist für Jack Ben. Nein, das meinte ich nicht, sie hat doch... Das zweite Nuscheln war das dann. Gomez, nicht auf den Teppich. Genau. Eine Antwort auswählen. Wo ist Gomez? Gomez. Richtig! Niemals! Natürlich. Was? Frage Nummer 2. Sie hat vor kurzem ein Schiff gekauft. Es trägt den Namen The Knave of... Scheiße. Das gucken wir uns dann gleich nochmal in Ruhe an. Der Part ist nämlich vorbei und im nächsten Part werden wir die Frage dann richtig beantworten. Bis gleich, beziehungsweise bis morgen. Tschö.